Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Mapino, herzlich willkommen bei Arenacho. Das sage ich viel zu selten, ne? Wie ihr seht, ich habe Geld gesammelt. Ich habe aber nicht nur das gemacht. Ich habe einmal sämtliche Trassen, Eisenbahnschienen hier, nach unten verlegt. Weil wenn ich so Geld sammle, dann fahre ich halt mit Autos und mit Zug mit. Und ich fand, dass das auf der Hochbahn nicht so schön aussieht. Dann habe ich das mal alles nach unten gelegt und ich finde, das sieht viel schöner aus. Das können wir, da fährt nämlich gerade einer. Ja, einfach mal. Jetzt fahre ich auch rückwärts, das will ich nicht. Rückwärts will ich nicht. Ich will, wenn, dann vorwärts fahren. Kein Zug da? Okay, dann machen wir das später. So, dann habe ich den Bahnhof nochmal ein bisschen umgebaut. Hier habe ich natürlich die Hochbahn gelassen. Na, und habe hier auch die Schienen ein bisschen umgebaut. Habe hier einen größeren Weg eingefügt, einfach nur. Habe dann eine direkte Autobahnzufahrt von hier nach dort gemacht. Warum? Ich wollte die Bahnhöfe von der Zufahrt her trennen. Das heißt, jeder Bahnhof hat seine eigene Zufahrt. Die können nicht von hier aus irgendwie nach dort fahren. Das geht nicht. Ja, ich habe hier noch eine Einbahnstraße hinzugefügt und der untere Bahnhof, der hat also diese Zufahrt, dann kommt er hier raus, fährt in den Bahnhof rein und fährt hier wieder zurück. Und da kann auch hier die Industrie aus dieser Einbahnstraße hier zurückfahren. Der andere Bahnhof, der fährt hier rein, fährt hier oben den langen Weg dorthin und fährt hier wieder zurück. So, das ist das, was ich gemacht habe und dann halt den Schienenverkehr entsprechend geändert. Jetzt wollen wir mal gucken, dass wir endlich mal mit der Stadt weiterkommen. Das geht ansonsten gar nicht mehr. Ja, hatte ich jetzt gesagt, ach, ich brauche noch Industrie. Das müssen wir anders lösen. Jetzt gehen wir erst einmal. Die muss ich aufrüsten. Die nicht. Aber die schon. Okay. Mach ihr mal weiter. Und die brauche ich dafür. Einmal aufrüsten und fertig. So. Und dann kann ich die nämlich ziehen, wie ich lustig bin. Die würde ich nämlich einmal hier noch so mittendurch ganz gerne legen. Damit auch unsere Stadtviertel einfach mal unterschiedlich aussehen. Und nicht alle irgendwie gleich. Und dann ziehen wir den hier drauf und fertig ist. Dass die Bürogebiete nicht ausreichen als Industrie. Hier Gewerbegebiete hat er natürlich jetzt hier ohne Ende. Und kann die Produkte nicht verkaufen. Da brauche ich einfach noch mehr Leute. Und dann geht das auch. So, dann machen wir hier allerdings, genau, in der Ecke machen wir das Land der Einbahnstraßen. Das heißt, gucken, richtig rum, gut. So, dann ziehen wir den hier an den, ja, wir ziehen den hier entlang. Oh, das wird lustig. So. Und zwar direkt hier entlang. Per Einbahnstraße. Ja, warum denn nicht? Okay, das... da müssen wir den hier wieder rauskommen lassen. Okay. Und müssen aber auch irgendwie Möglichkeiten schaffen, dass die hier drauf kommen. Das heißt hier, weil es Einbahnstraße geht. Machen wir so und machen den so. Naja, wir müssen hier noch eine Verbindung dazwischen schaffen. Nee, das machen wir umgekehrt. Das machen wir von hier nach hier. So, dann kann allerdings hier die Ampel wieder weg. Die brauchen wir ja nicht. Machen wir das gleiche wie immer. Ich hoffe, die Lautstärke passt. Jetzt ja beim letzten City Skylines gemerkt, da war ich ja richtig leise. Vorletzten. Ich glaube, so war das ja. So, das, dann machen wir hieraus auch noch ein Bürogebiet. Und dann hoffe ich mal, dass das aber auch reicht. Weil das ist mir langsam zu viel.
Ach so, Tommy, genau. Das mit dem habe ich total vergessen. Ich habe hier erstmal, das sage ich euch gleich, warum ich hier die ganzen Richtlinien, das habe ich überall gemacht, die sind überall entfernt, weil ich wollte ja Geld sammeln, aber ich habe noch was rausgefunden. Bei der Stadtplanung habe ich jetzt einen Großunternehmer Wohltäter mal quasi hier reingemacht, bei den Büros glaube ich sogar auch. Jo. Und hier bei der Industrie sowieso. Das habe ich gemacht und ich habe gesehen, wenn ich jetzt hier mal auf Stadtinfo gehe, dann kann ich hier ja auch die Richtlinie machen. Oh, durchschnittlicher Boden, Richtwert 39 Euro der Quadrat. Das ist teuer. Alter Schwede, das ist teuer. Okay. Hier kann ich nämlich jetzt auch den Wasserverbrauch senken, aber dann stadtweit. Ich brauche das dann gar nicht mehr bei den einzelnen Dingern so zu machen. Jetzt müsste ich noch mal gucken, ob das dann hier auch drin steht. Jo, dann habe ich das nämlich jetzt stadtweit und wenn ich bei dem einen oder anderen mal zwischendurch ausschalten möchte, nehme ich es halt raus. Aber jetzt müsste jeder neue Stadtteil automatisch diese Richtlinie bekommen. Und das finde ich mal richtig gut. Ja, jetzt mache ich aber hier erstmal Bürofläche hin. Genau. Hiermit. So, da machen. Ich sagte ja Bürofläche, Kollege. Ne? Habe ich gesagt. So, gehst du da hin? Die kann allerdings jetzt mal. Habe ich hier überhaupt schon? Ja. Die kann hier, so wie hier ist, fertig gemacht werden. Das soll in Ordnung gehen. Weil jetzt so eine kleine Ecken da extra nochmal Richtlinien und so weiter, glaube ich, ist Blödsinn, ne? Jetzt haben wir da oben die Ecke. Wir haben hier so was Kleines, wir haben hier was Kleines. Dann machen wir hier unten später noch was Kleines hin. So, hier kommen dann Wohnviertel. Da kann ich die Straßen eigentlich schon mal machen. Normale Straßen. Von hier ab. Nee. Von hier. No. Von hier machen wir das jetzt nochmal, weil hier jetzt normale Straßen hinzusetzen, ist vielleicht keine so ganz tolle Idee. Das müsste hinkommen. Nein, das kommt nicht hin. Aber das kommt einigermaßen hin. Das ist gut. Und wenn ich das dann mal so mache. Jetzt brauche ich den hier. So und so haut das doch hin. Ja, so ist gut, aber hier jetzt kommen wir dann zu den normalen Straßen. Das heißt, das ist dann ein bisschen zu nah. Okay. Ist ja nicht das größte Problem. Wir ziehen jetzt einfach mal erstmal die Straße hier lang. Nase. So. Da haben wir die Schiene. Nee. Würde ich ganz gerne mal hier mit haben. Na, geht doch. Und, ach so. Stimmt. Stimmt, habe ich vergessen. Aber ist nicht so schlimm an der Ecke. Weil wir wollten doch hier einfach mal. Ach komm, bleib da nicht ewig dran. Ach, was machst du denn? Nein. Da einhaken, genau. Geht doch. Also, ärger mich nicht. Jetzt kannst du weiterfahren. So, und hier fahren wir jetzt dann nach oben. So ein kleines Stück. Ist das eine ausgehende? Nein, das ist eine eingehende. Das ist gut. Dann machen wir jetzt hier die normale. Die Ampel müssen wir dann später nochmal gucken. Machen hier auch nochmal. Ja, das geht. Und ziehen den bis nach hier. Ja, das können wir machen. Von hier eine Einbahnstraße nach hier. Und
so gut ist? Ich weiß nicht. Eigentlich eher nicht, glaube ich. Naja, vielleicht doch. Ich habe nämlich gerade eine Idee. Ich habe ja meine Glücklichmacher. Ich möchte doch mal was gucken. Oder ist das hier drin? Das ist das Gate, das will ich gar nicht. Hier haben wir doch so schöne. Oh ja. Weil existiert bereits. Ach so. Der ist viel zu klein. Wo habe ich denn dieses große Ding hingestellt? Ach, nee. Statue des Wohlstands. Na nee. Eben sagt er mir existiert und jetzt sagt er mir ginge. Könnte ich aber eigentlich so machen. Dann würde ich allerdings hier ja, ein bisschen höher dürfte aber auch gehen. Ach komm, ich möchte dich ganz gerne gerade haben. Warum geht das nicht? Hallo? Na gut, dann mach halt so. Ist mir Latte. Jetzt geh hier nochmal hin. Nimm dir den nochmal. Da ist immer. Okay. Okay. So, jetzt müssen wir da allerdings erst einmal hiermit das Ganze verbinden. Dass sie erstmal Ströme kriegt. Das machen wir am besten so. Die fordern überhaupt nichts mehr. Die sind so unschlussglücklich, die fordern keine Dingens, keine Wohngebiete, keine Gewerbe. Na gut, Gewerbe, dann habe ich hier unheimlich viel. Dazu brauche ich vielleicht erstmal einfach nur Wohngebiete. Ich kann ja. So, ich kann ja hier einfach mal Wohngebiete reinballern. Ich muss halt nur auf den Wasserverbrauch achten. Weil der dürfte jetzt ja, ja, ist ja jetzt auch stadtweit gesenkt. Das heißt, das dürfte eigentlich das geringere Übel sein. So, wo haben wir denn mal wieder so kleine Sachen? Da haben wir eine Tankstelle. Das ist schön. Da haben wir da noch einen kleinen Laden, da noch einen kleinen Laden, noch eine Tankstelle. Okay. Und da machen wir auch noch einen kleinen Laden. So, das soll reichen. Jetzt brauchen wir erst einmal, was ist das denn? Was bist du denn hier? Mach mal so und mach mal so. Dann darfst du da mal ein größeres Haus hinstellen, Kollege. Geht ja gar nicht. Oh, da war noch mehr Platz für noch eine Tankstelle. Das ist, Tankstellen ist gut, Tankstellen bringen Geld. So, noch eine Tankstelle. Gerade heute, ne? Also, Spritpreise, die sind ja nett. Für Leute, die kein Auto fahren. Ja, für alle anderen eher nicht so nett. So, dann mache ich hier nämlich noch dicht. Das ist lustig. Jetzt fordern sie schon wieder Industrie. Dann machen wir ganz einfach. Hier. Machen wir da auch noch ein bisschen Büros. Und verbinden das dann mal hier einmal komplett. Dann ist auch gut. Ach so, Ströme kriegen. Alter, was knallen die Büros da schnell hoch? Das geht ja gar nicht. So. Und hier auch noch. Okay.
Habe ich jetzt hier irgendwie Ampeln? Oh ja. Ampeln, die nicht sein müssen, sind die an den kleinen Straßen. Weg damit. So. Hier auch noch. Da auch noch, dachte ich mir. Weg. Und dafür kommt der kleine Kram hier hin. Sonst noch? Da nicht. Naja, das ist eine große Straße. Die lassen wir. Was ist das denn? Werner! Werner ist da. Und die Zeit, natürlich. Oh shit, ich glaube, das war jetzt Schleichwerbung. Zeit Express. Ich habe mich versprochen. Zeit Express. So, jetzt muss ich halt erstmal wieder warten, bis die wieder Krams fordern. Na gut, dann lassen wir den jetzt einfach mal auf Turbo laufen und hoffen, dass die fordern. Und wir machen derweil einfach mal eine Autobahnverbindung, eine weitere. So. Zack, einmal Tunnel. Und tja, ich glaube hier wäre gar nicht mal übel. Da haben wir noch Platz. Was die Autobahn betrifft, obwohl hier ist die natürlich sehr belastet. Aber hier sieht es nicht anders aus. Also es ist überall das gleiche in Grün. Nee, wobei, gar nicht. Also hier fährt sie nach unten. Dann mache ich folgendes. Dann nehme ich den hier mal. Und ziehe den einfach mal so und so. Ja. Und damit ich jetzt nichts Falsches mache. Naja. Ein tiefer. Na gut, da muss ich mit leben. So. Die Auffahrt ist schon mal gerettet. Dann muss ich jetzt hier hin. Da werde ich die hier für wegnehmen müssen. Das war aus meinem Private Game schon. So, jetzt nehme ich den von hier. Und jetzt wird es nämlich tricky. So komme ich hier nämlich nicht rüber. Gehe ich aber einen hoch, dann passt die Geschichte nämlich. Ja, okay. Gehe ich zwei höher, müsste ich sogar auf der gleichen Höhe sein wie die anderen. Das mache ich jetzt auch. So. Dann hier hatte ich gesagt, genau. Und eins, zwei. Na, bin ich jetzt in etwa parallel? So, jetzt muss ich den hier natürlich wieder drehen, aber das lässt sich einfach nicht vermeiden, weil da muss man leider so arbeiten. Gefälle zu steil? Alter! Willst du mich veräppeln? Wieso? Ach, Kollege. Ah, okay. Weg, weg. Also, nein, ein runter, so, ein hoch, machen wir es auf die klassische, so wie sich das gehört, so, das ist ja schön, dann möchte ich dahin, ein runter und ein hoch, so, den muss ich natürlich jetzt wieder drehen. Passt. Und jetzt aber mach schön. Oh, das gefällt mir. So. Jetzt gehe ich wieder einen tiefer. Dann kann ich das hier nämlich miteinander verbinden. Und kann hier... wo gehe ich denn mal hin? Das ist doch eigentlich gut so, wenn ich hier quer durchgehe. Das passt mir eigentlich sehr gut. Jo.
dann mache ich das. So, und dann muss ich allerdings... So. Aha, nee. Nee. Ich habe hier was vergessen. Aber wir haben 20 Minuten rum. Das heißt, das machen wir in der nächsten Folge. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und teilt es auf euren Social Media. Alles klar? Also, bis dahin. Bye-bye.